Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Gäste. Schön, dass ihr da seid und wir gemeinsam jetzt in Gottes Wort schauen können. Wir haben heute einen herausfordernden Text vor uns und ich hoffe, du lässt dich darauf ein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir solche Texte vor uns haben wie heute, dass wir nicht den Pastor und nicht mal Paulus dadurch reden hören, sondern dass wir Gott selbst dadurch reden hören, dass wir Jesus dadurch reden hören, dass wir seine Stimme hören und merken, das ist unser guter Hirte, der hier redet und einfach nur seinen Diener Paulus gebraucht hat, um uns das hier mitzugeben. Und wir alle wissen, und ich hoffe, du weißt das, dass Jesus nur dein Bestes will, dass Jesus es gut meint mit dir und mit deinem Herzen und dass solche Texte, auch wenn sie manchmal herausfordernd sind, nur zu unserem Besten sind. Hast du mal versucht, etwas in deinem Leben zu verändern und bist dabei immer wieder gescheitert? Ja, vielleicht hast du gemerkt, dass du deine Ernährung umstellen musstest. Und dann bist du am Dienstag hier und 65 plus ist und Magnus bringt dir einen Teller Kuchen vorbei. Ja, das Leben ist hart. Ja, vielleicht hast du auch mal gemerkt, dass du unbedingt regelmäßig Sport machen solltest, aber bist daran gescheitert, es wirklich durchzuziehen. Vielleicht hast du dir vorgenommen, okay, ich gehe jetzt abends früher ins Bett, um morgens früher und vor allen Dingen ausgeschlafener aufzustehen. Ja, immer wieder nehmen wir uns Dinge vor, Veränderungen vor und immer wieder scheitern wir auch. Und sowas erleben wir auch auf geistlicher Ebene, oder? Ja, uns wird die Notwendigkeit von Veränderungen bewusst. Wir nehmen Dinge in unserem Leben wahr, die uns zu schaffen machen, Sünde vielleicht, die wir bemerken und wir wollen das ändern und wir strengen uns an, bis wir an einen Punkt kommen, wo wir total frustriert sind und aufgeben. Und aufgeben. Im Kampf gegen Sünde, im Kampf gegen geistliche Passivität. Ja, wir erleben als Christen immer wieder diese Spannung zwischen dem, was wir in unserem Kopf wissen und dem, was hier passiert, in unserem Herzen. Oder im Endeffekt, was in unserem Leben dann abgeht. Diese Spannung erleben wir immer wieder. Und doch ist genau das, was Gott in unserem Leben voranbringen will. Er möchte uns verändern. Ja, man könnte auch sagen, eine Definition von Christsein ist, es sind Menschen, die bereit sind für Veränderung. Menschen, die bereit sind für Veränderung, weil ihr Gott sie verändern will. Und das ist auch das Thema in Kolosser 3. Das ist das große durchziehende Thema in diesem Kapitel, nämlich Veränderung. Hier geht es darum, dass wir das alte Leben ab und das neue Leben anlegen. Es ist eine Veränderung, die tiefgreifend ist und allumfassend. Und unser gesamtes Leben soll umgestaltet werden. Und deshalb beendet Paulus, wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr das gerne mal aufschlagen. Christian hat uns den Text ja gerade schon vorgelesen. Aber nochmal will ich euch ermutigen, wenn wir hier predigen, schlagt eure Bibel auf, ob ihr sie auf eurem Handy habt oder ein echtes Buch und lest mit. Es ist unglaublich wichtig, weil ihr hier Dinge viel schneller merkt und besser merkt, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Und in Kapitel 3 schließt Paulus diesen Abschnitt in Vers 17 mit diesem Vers ab. Schaut mal da rein. Kapitel 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Ja, das ist das Ziel, worauf alles hinausläuft. Gott möchte, dass ich mit meinen Worten und mit meinen Taten, also mit meinem gesamten Leben, zu seiner Ehre lebe. Darauf läuft dieser Abschnitt hier hinaus. Und in Kapitel 3, das Georg ja letzte Woche begonnen hat bei unserem Open-Air-Gottesdienst, zeigt uns Paulus, wie Veränderung passieren kann. Und er verrät uns drei grundlegende Schritte. Hinaufschauen, Altes ablegen und Neues anlegen. Hinaufschauen hatten wir letzte Woche. Heute kommt Altes ablegen und in 2 Wochen kommt Neues anlegen. Ja, in Kapitel 3, Vers 1 bis 4 hat Paulus das Fundament gelegt, indem er zu uns zugerufen hat, sucht das, was oben ist, richtet euer Denken auf das, was oben ist. Und das ist extrem entscheidend. Bei unserem Blick nach oben beginnt echte Veränderung. Warum? Weil hier der primäre Grund liegt, warum Veränderung in deinem und meinem Leben scheitert. Im geistlichen Bereich meine ich. Veränderung, das müssen wir unbedingt mitnehmen. Veränderung scheitert in erster Linie nicht an mangelnder Disziplin oder Kraft oder gedanklicher Überzeugung. Das sind alles wichtige Dinge. Aber woran Veränderung vor allen Dingen scheitert, grundlegend scheitert, ist mangelnde Faszination für das Neue und zu große Gewohnheit oder Liebe für das Alte.
Sie scheitert daran, dass ich nicht genügend fasziniert bin von Christus und von dem Leben, das er mir schenkt. Und auf der anderen Seite einer immer noch in mir schlummernden und immer wieder aufflackernden Liebe zu Dingen, die zu unserem alten Ich gehören. Und deshalb malt uns Paulus in diesem Brief dieses überragende Bild von Jesus vor Augen. Damit unsere Herzen neu ergriffen werden von einer Faszination für ihn. Ja, das müssen wir als Christen lernen. Richtiges Denken ist wichtig, absolut. Wir sollten nicht aufhören zu denken. Aber wenn wir glauben, dass allein richtiges Denken reicht, um Menschen zu verändern, um uns selbst zu verändern, dann werden wir immer wieder scheitern. Wir bleiben dann immer nur hier in der oberen Etage. Was wir brauchen, ist Faszination. Wir brauchen Begeisterung in unserem Herzen für etwas, was größer ist als alles andere um uns herum. Faszination. Und das funktioniert, deswegen funktioniert Werbung auch. Weil wir fasziniert werden. Und gerade junge Menschen sind nicht getrieben so sehr von logischen Schlussfolgerungen, die sie ziehen und deswegen handeln sie so, sondern von Faszination. Von Faszination. Und so funktionieren wir als Menschen und nicht nur als junge Menschen. Und so deswegen malt uns Paulus dieses Bild von Jesus vor Augen und will uns deutlich machen, er ist alles, was du brauchst. Er ist dein Leben. Ja, echte Veränderung hat hier ihre Grundlage in der Erkenntnis, dass Jesus größer, besser, schöner und wertvoller ist als alles, was ich mir jemals erarbeiten könnte. Als alles, was ich mir je erträumen könnte. Und genau hier liegt die innere Beziehung zwischen dem Text von letzter Woche und dem Text heute Morgen. Und die kann man so nämlich zusammenfassen, diese Beziehung. Meine Verankerung im Himmel verändert mein Leben auf der Erde. Meine Verankerung im Himmel verändert mein Leben auf der Erde. Das ist die Verankerung zwischen diesen beiden Texten, die Verbindung zwischen diesen beiden Texten. Wenn ich oben verankert bin, werde ich unten verändert. Und Paulus geht jetzt ab Vers 5 einen Schritt weiter und er hat uns aufgerufen, richtet euren Blick nach oben. Jetzt ruft er uns auf, legt das Alte kompromisslos und konsequent ab. Und er zeigt uns jetzt in den Versen 5 bis 11, was das bedeutet, was dazu notwendig ist und ruft uns auf zu einem kompromisslosen Kampf, mit unserer Sünde, gegen unsere Sünde. Er spricht von einem konsequenten Loswerden von Sünde in unserem Leben und zeigt uns, worin echte Veränderung verankert ist. Und es beginnt mit einem kompromisslosen Kampf. Ich bin vor einiger Zeit auf Facebook auf ein verstörendes Video gestoßen. Unfreiwillig. Und zwar habe ich euch das Foto mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Da ist ein kleiner Junge, der mit einer Python spielt. Das Video geht so um die 20 Sekunden lang. Es ist furchtbar, sich das anzusehen. Abgesehen davon, dass ich es unverantwortlich finde, ein Kind mit so einem Tier spielen zu lassen, es ist auch naiv, weil es ist immer noch ein Raubtier. Es ist ein Raubtier. Und in der Vorbereitung der Predigt musste ich an dieses Bild denken, von diesem kleinen Jungen, der mit einer riesigen Schlange spielt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir mit Sünde in unserem Leben genauso umgehen. Ja, woher kommt das? Woher kommt das, dass wir so sind, dass wir mit Sünde rumspielen vielleicht irgendwo? Es kommt daher, dass wir als Menschen, auch als Christen, immer noch diese innere Tendenz haben, Sünde zu rechtfertigen, zu entschuldigen, sie zu bedecken, sie zu relativieren, aber bloß nicht sie zu bekennen und konsequent anzugehen. Ja, wir atmen die Luft unserer Umgebung. Ja, und unsere Umgebung tendiert immer mehr dahin, das Gute böse zu nennen und das Böse gut zu heißen. Ja, und unsere Gesellschaft ist geprägt von einem radikalen Relativismus, der alle Werte und Ordnungen Gottes über Bord wirft. Es ist das richtig für dich, was du für dich für richtig hältst. Es ist das richtig für dich, wenn es sich richtig anfühlt. Und das ist das komplette Gegenteil von dem, was Gott für uns will. Wir atmen die Luft unserer Umgebung und können anfangen, uns immer wohler in ihr zu fühlen. Und deswegen hat John Owen, ein bekannter Puritaner, hat ein unglaublich wichtiges Buch geschrieben mit dem Titel von der Abtötung der Sünde. Sehr altdeutsch. Und in diesem Buch findet man einen herausfordernden Satz, mit dem Owen die Ernsthaftigkeit von Sünde deutlich macht. Und er hat geschrieben, töte die Sünde oder sie wird dich töten.
Übertrieben? Ich glaube, Paulus würde dem zustimmen, weil Paulus beginnt unseren Text mit den Worten: Tötet die Glieder, die auf der Erde sind. Und dann nennt er einige Sachen: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Ja? Paulus gebraucht in unserem Text zwei plastische Bilder, um Sünde zu beschreiben. Auf der einen Seite vergleicht er Sünde mit einem gefährlichen Feind oder Raubtier, das besiegt werden muss. Und dann gebraucht er ein Bild von alten, dreckigen Klamotten, die abgelegt werden müssen. Und das Erste, wozu er uns aufruft, ist ganz einfach: ein kompromissloser Kampf gegen die Sünde in uns. Tötet nun die Glieder, die auf der Erde sind. Also Paulus baut einen Gegensatz auf. Wir sollen uns ausrichten auf das, was oben ist, Christus, und wir sollen die Dinge loswerden, die auf der Erde sind. Also Dinge, die nicht mehr zu uns gehören, die nicht mehr zu uns passen, weil wir mit Jesus gestorben und auferstanden sind. Und Paulus zählt die Dinge auf, die zu unserem alten Leben, zu unserem alten Ich gehören. Und wenn man genauer hinschaut, scheint sich Paulus bei der ersten Liste hier in Vers 5 vor allem auf unser Inneres zu beziehen, auf Impulse, die in unserem Herzen verankert sind. Und ich glaube, dass es insgesamt hier um sündige Impulse geht, wobei Paulus jetzt zwei Bereiche herausstellt: Sexualität und Habsucht. Sexualität und Habsucht. Ja, Paulus spricht hier von Unzucht. Unzucht steht für sexuelle Unmoral, jede sexuelle Aktivität außerhalb des Rahmens, den Gott dafür geschaffen hat, nämlich die Ehe zwischen Mann und Frau. Unreinheit steht vielmehr für visuelle sexuelle Unmoral. Also in unseren Breitengraden wäre das zum Beispiel das Thema Pornografie. Leidenschaft und böse Begierde kann auch im sexuellen Sinne gemeint sein, aber auch darüber hinaus Impulse, die mich dahin treiben, Gottes Idee für mein Leben zu ignorieren. Und zuletzt nennt Paulus interessanterweise Habsucht. Habsucht, die Götzendienst ist. Und die Sprache, die Paulus hier gebraucht, ist extrem wichtig. Er ruft uns nicht dazu auf, der Sünde aus dem Weg zu gehen. Er ruft uns auch nicht dazu auf, versucht die Sünde in eurem Leben zu kontrollieren. Sondern was er sagt ist: tötet die Sünde in euch. Wir sollen anfangen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brachial, aber wir sollen anfangen, Krieg zu führen gegen die sündigen Impulse in unserem Herzen. Wir sollen diese Impulse tatsächlich zu Grabe tragen. Und es ist interessant, wenn man sich das, was Paulus hier sagt, etwas länger auf der Zunge zergehen lässt, merkt man, das steht im kompletten Gegensatz zu dem, was unser Zeitgeist uns sagen will. Unser Zeitgeist schmeißt uns eigentlich voll mit Botschaften wie: Leb aus, was in dir ist. Leb aus, was du fühlst, wonach du dich sehnst. Lebe aus, was du willst. Hol dir, was du haben willst. Oder mit anderen Worten, das Evangelium des Westens: folge deinem Herzen. Folge deinem Herzen. Und deshalb funktioniert Werbung so gut. Paulus dagegen liefert uns gleich mehrere Gründe, warum wir mit aller Entschiedenheit gegen diese sündigen Impulse in uns vorgehen sollten. Er sagt hier in Vers 6 zum Beispiel, dass wegen dieser Dinge, also Unmoral und so weiter, Gottes Zorn eines Tages auf Menschen kommen wird. Also Gott wird Menschen dafür bestrafen. In Vers 7 sagt er, diese Dinge bestimmen Menschen, die Gott nicht kennen. Deswegen dürfen sie uns nicht bestimmen. In Vers 5 nennt er Habsucht Götzendienst und sagt damit eigentlich nichts anderes, als dass diese Impulse uns dazu bringen, uns selbst zu dienen und eben nicht Gott. Und eigentlich, was Paulus hier sagt, ist nichts anderes, als dass Sünde furchtbar zerstörerisch ist. Und bevor wir vielleicht denken, boah, Paulus muss immer so ausrasten gleich. Ja, warum, der ist immer so krass drauf direkt, so radikal. Aber bevor wir vielleicht denken, dass Paulus irgendwie die Sünde zu ernst nehmen würde, hören wir doch einfach mal darauf, was Jesus sagt. Und dann können wir mal entscheiden, was krasser klingt. Ja, Jesus in der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 29: Wenn dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es raus und wirf es von dir. Und dann kommt die Begründung: Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird.
Das ist Jesus, der das sagt. Also Jesus würde Paulus zustimmen. Jesus würde Paulus zustimmen. Jesus war nämlich von der zerstörerischen Kraft der Sünde überzeugt. Und natürlich meint Jesus nicht wörtlich, dass wir uns ein Auge rausreißen sollen. Er benutzt eine Metapher, aber was er sagen will ist, wozu er uns aufruft, ist radikale Amputation. Reiß das raus, was dich zerstört. Reiß das aus deinem Leben raus. Das christliche Leben ist ein Kampf. Es ist ein Kampf gegen die Dinge, die mich daran hindern wollen, Gott über allem anderen zu lieben. Jesus für wertvoller zu achten als alles auf dieser Welt. Es ist ein Kampf gegen die Impulse in meinem Herzen, die mich dazu bringen, Gottes Willen für mein Leben zu missachten und mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und die Frage, vor die uns der Text jetzt ganz einfach stellt, ist, kämpfst du gegen die Sünde in dir? Kämpfst du gegen die Sünde in dir? Führst du diesen verbitterten Kampf gegen die Impulse deines Herzens, die dich von Jesus wegziehen? Thomas Chalmers war Pastor und er hat mal Folgendes zu diesem Text geschrieben. Das wollte ich einfach euch mal mitgeben, dieses längere Zitat. Kein Mensch sollte glauben, dass er die Sünde mit einigen wenigen einfachen und sachten Schlägen töten wird. Jemand, der einmal auf eine Schlange einschlägt und nicht weiter zuschlägt, bis sie tot ist, wird es schnell bereuen, dass er diesen Kampf überhaupt begann. Ebenso wird es dem gehen, der angefangen hat, mit der Sünde zu kämpfen und nicht beständig auf sie einschlägt, bis sie tot ist. Es ist ein großer und fataler Fehler, wenn wir annehmen, dass der Kampf mit der Sünde Lässigkeit und Pausen zulässt. Und liegt nicht hier genau das Problem irgendwie? Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gucke jetzt auf mein eigenes Herz und auf mein Leben. Haben wir nicht als Christen in Europa, in Deutschland, haben wir nicht irgendwie das Bewusstsein für die zerstörerische Kraft und Auswirkung von Sünde irgendwie verloren? So ein bisschen? Wir müssen uns vor Augen halten, fehlendes Bewusstsein für die Schrecklichkeit von Sünde führt zu wachsender Passivität gegenüber Sünde. Und auf Passivität folgt Gewohnheit. Und wo Gewohnheit einkehrt, ist ganz schnell Akzeptanz. Fehlendes Bewusstsein führt zu wachsender Passivität. Aus Passivität wird Gewohnheit. Und wo Gewohnheit einkehrt, ist innere Akzeptanz nicht weit. Sünde ist zerstörerisch. Sie ist ein furchtbares Gift, das unser Herz mit Lügen füllt und taub für Gottes Reden macht. Ja, das Bild von Sünde, das Paulus hier malt, ist nicht das Bild eines Gegenstands, den ich zu jeder Zeit loswerden kann. Sünde stört mich, ich werfe sie kurz weg. Nein, sondern was Paulus hier malt, ist das Bild eines wild gewordenen Raubtieres, das darauf aus ist, mich zu töten, aber mindestens mir Verletzungen zuzufügen. Und deshalb ruft uns Paulus auf, tötet die Sünde in euch. Und er nimmt sich hier exemplarisch zwei Bereiche vor, weil es zwei Impulse sind, die uns als Menschen extrem belasten und extrem von Gott wegziehen. Und ich finde es interessant, dass Paulus den Begriff oder das Thema Habsucht hier reinbringt. Habsucht ist eine der Sünden, über die wir kaum sprechen, oder? Habt ihr schon mal einen Christen gehört, der vor Jesus bekannt hat, dass er habsüchtig ist? Nee, irgendwie nicht, ne? Weil Materialismus ist mehr oder weniger eine Ersatzreligion bei uns, die wir pflegen und hegen. Wir sind nicht habsüchtig. Ja. Aber Materialismus ist nichts anderes, als alles von dieser Welt zu erwarten. Es ist nichts anderes, als meine Identität, meine Sicherheit, mein Glück an das zu hängen, was ich mit Händen greifen kann. Das ist Materialismus. Und ich glaube, Habsucht ist eine der gesellschaftlich und auch kirchlich am meisten akzeptierten Sünden. In unseren Breitengraden, meine ich. Aber Habsucht ist extrem zerstörerisch. Es lässt mich alles von dieser Welt erwarten. Sie verführt mich dazu, mich in den Dingen zu verankern, die ich habe. Und sie lässt mich zusammenbrechen, wenn ich etwas nicht habe. Sie lässt mich an Gottes Gutsein zweifeln, an seiner Liebe, sobald ich etwas nicht bekomme, was ich unbedingt haben will. Habsucht zerstört meine Zufriedenheit in Jesus, weil ich immer wieder denke, ich brauche mehr. Habsucht. Und auf der anderen Seite nennt Paulus
Sünde im sexuellen Bereich? Ob tatsächlich oder visuell? Sünde im sexuellen Bereich, sexuelle Unmoral zerstört Ehen und Familien. Sex vor der Ehe verhindert, dass junge Menschen wirklich lernen, Verantwortung zu übernehmen und hinterlässt tiefe Wunden. Der Konsum von Pornografie zerstört die Fähigkeit von jungen Menschen und nicht nur von jungen Menschen zu lieben. Sie zerstört unser Bild einer gesunden Sexualität. Sie stürzt Millionen Männer und Frauen in furchtbare Suchtmuster und greift ihre körperliche und psychische Gesundheit an. Und es ist furchtbar, was in unserer Gesellschaft, gerade im Bereich Pornografie, passiert, wie Menschen verobjektiviert werden. Es sind Objekte, Männer und Frauen. Und was hinter dieser Liste steht, die Paulus uns hier mitgibt, sind eigentlich zwei grundlegende Impulse, die furchtbar zerstörerisch für uns sind. Und das sind folgende: Ich mache, worauf ich Lust habe, und ich hole mir, was ich haben will. Ich mache, worauf ich Lust habe. Und ich hole mir, was ich haben will. Welche Impulse bestimmen dich? Ich glaube, dass wir alle, ob wir jetzt wirklich mit den konkreten Dingen zu kämpfen haben, die Paulus hier nennt, oder ob es andere sind, aber wir haben alle mit diesen Impulsen zu kämpfen. Die sind in uns drin. Ich mache, worauf ich Lust habe, und ich hole mir, was ich will. Wovon lässt du dich antreiben? Sind es Gottes Impulse durch sein Wort oder sind es die sündigen Impulse deines Herzens? Von welchen Impulsen lässt du dein Herz prägen? Die Impulse, von denen du dich antreiben lässt, formen deine Sehnsucht. Sie prägen deine Entscheidungen und letztendlich auch dein Leben. Glaub ja nicht, dass sie ohne Folgen bleiben. Kämpfst du gegen diese Sünde in dir oder hast du dich an sie gewöhnt, bist passiv geworden? Hast sie vielleicht sogar als Teil von dir akzeptiert? Ja, Gott fordert uns hier auf, wirklich aktiv zu werden und kompromisslos vorzugehen, weil er weiß, was Sünde mit unserem Herzen macht. Ja, und deswegen sollen wir als Kinder Gottes Sünde nicht verstecken, nicht ignorieren, nicht tolerieren. Wir sollen aber auch nicht versuchen, sie zu kontrollieren oder sie zu zähmen. Wir sollen sie töten. Und deshalb möchte ich dich einfach fragen an dieser Stelle: Kämpfst du? Kämpfst du? Wenn du gegen Sünde kämpfst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich: Dann bist du lebendig. Wenn du gegen Sünde in deinem Leben kämpfst, wenn du gegen diesen Habsuchtgedanken in dir kämpfst, wenn du gegen Pornografie kämpfst, wenn du gegen irgendwelche sündigen Begierden kämpfst, dann lebst du. Aber wenn sich Sünde ohne Gegenwehr in dir breit macht, dann bist du tot, egal wie lebendig du dich durch die Sünde fühlst. Du bist tot. Kompromissloser Kampf gegen die Sünde in uns ist keine Option. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Geist in dir lebt. Und woran kann man merken, ob ein Mensch wirklich kämpft? Frag dich einfach mal, das nächste Mal, wenn du fällst, das nächste Mal, wenn du sündigst, das nächste Mal, wenn du diesen einen Klick machst, den du nicht tun solltest, was macht das mit dir? Was macht die Existenz von Sünde in deinem Leben mit dir? Lässt es dich kalt und unberührt? Oder gibt es so etwas wie Buße in deinem Leben? Auch etwas, dass du einfach mal vor Jesus niederfällst und anfängst zu weinen und sagst: Ich weiß, ich habe versagt, aber ich kann nirgendwo anders hingehen als nur zu dir. Was macht Sünde mit dir? Und weil Paulus uns hier aufruft, gegen Sünde zu kämpfen, Sünde zu töten, habe ich für uns etwas mitgebracht, nämlich wie man Sünde tötet. Wie tötet man Sünde? Und das Erste, was ich glaube, ist: Lauf mit deiner Sünde zu Jesus. Lauf mit deiner Sünde zu Jesus. Lauf nicht weg von Jesus, weil du denkst, okay, jetzt kann ich nicht zu ihm kommen, sondern genau in die andere Richtung. Lauf zu ihm hin, weil du wirst nirgendwo anders Heilung und Vergebung für deine Sünde finden, als nur bei ihm. Lauf zu ihm hin. Kriech dich bloß nicht zurück und sag, okay, jetzt probiere ich es erstmal aus für mich alleine. Nein, lauf zu ihm hin mit deiner Sünde. Das nächste ist: Nenn deine Sünde beim Namen. Das heißt,
bring sie schonungslos ans Licht. Vor jemand anderen, vor deiner Ehefrau, vor deinen Freunden, vor wem auch immer, einer Vertrauensperson. Bekenne sie vor anderen. Versuch nicht, dieses Monster in deinem Leben zu verstecken. Versuch es erst gar nicht, sondern bekenne es. Das dritte ist, lass deine Sünde aushungern. Was meine ich damit? Ich habe gerade den Begriff Monster benutzt. Ich benutze ihn auch weiter, weil nichts anderes ist Sünde. Gib diesem Monster keine Möglichkeit, sich zu ernähren. Schaff alles zur Seite, schaff alles aus deinem Leben weg, was irgendwie diesem Raubtier irgendwie die Möglichkeit geben könnte, am Leben zu bleiben. Und wenn das bedeuten muss, dass du ganz bestimmte Dinge aus deinem Leben wirklich rausschmeißt, dass du wirklich, wie Jesus sagt, radikal amputierst, weil es besser ist, diese Sache wegzuschaffen aus unserem Leben, als verloren zu gehen oder furchtbare Verletzungen zu erleben. Versuch nicht, die Sünde zu kontrollieren oder zu zähmen. Versuch sie auszuhungern. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders an die jungen Männer und Frauen unter uns richten, die mit Pornografie zu kämpfen haben, weil ich weiß, dass es ein furchtbares Gift ist, das sich durch Kirchen hindurchzieht, nicht nur durch unsere Gesellschaft, auch mittlerweile durch Kirchen hindurch. Versucht nicht, diese Sünde zu kontrollieren. Versucht nicht, sie zu zähmen. Ihr werdet es nicht schaffen. Hungert sie aus. Und wenn das bedeuten muss, dass ihr Schritte geht, für die eure Freunde, eure Familie euch komisch angucken werdet. Macht es. Lasst sie aushungern. Lasst sie aushungern. Das nächste ist, kultiviere dein neues Leben. Kultiviere dein neues Leben, das du in Jesus hast. Das bedeutet, schaff dir neue Gewohnheiten an, die dich auf Jesus ausrichten. Ganz, ganz praktisch. Wie kann man Habsucht aushungern lassen? Indem man praktisch gibt, indem man Großzügigkeit einübt, indem man wirklich radikale Großzügigkeit lebt. So kann man Habsucht aushungern lassen. Und zuletzt, entfache deine Faszination für Jesus neu. Der beste Weg, die Welt zu überwinden, sind nicht Moral oder Anstrengung. Christen überwinden die Welt, indem sie die Schönheit von Jesus erkennen. So überwinden wir die Welt. Indem wir etwas anderes sehen, was schöner ist als das hier. Das ist das Erste, was Paulus von uns will, einen kompromisslosen Kampf. Aber Paulus geht von der Sünde in uns einen Schritt weiter nach außen und geht an die Sünde an uns und sagt zu uns, wir sollen konsequent ablegen. In einem Modemagazin gab es einen Artikel, in dem es hieß, was dein Kleiderschrank über dich aussagt. Und die Reporterin oder Journalistin dort war sehr, sehr mutig, weil sie sagte, zeig mir deinen Kleiderschrank und ich sag dir, wer du bist. Was dich ausmacht, was für eine Persönlichkeit du bist. Nun, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwo ein Stückchen Wahrheit scheint ja schon da drin zu stecken. Also ich glaube tatsächlich, dass man bei einigen Personen anhand ihrer Kleidung sagen kann, welche Lebenseinstellung sie haben. Karl Lagerfeld hat das auch über die Jogginghose gesagt, irgendwann mal, glaube ich. Ne? Abgesehen davon, ob das stimmt oder nicht. Ja, aber teilweise ist es ja tatsächlich so, dass unsere Kleidung etwas über uns aussagt. Und Paulus gebraucht deshalb dieses Bild ab Vers 8 von alten, dreckigen Kleidern, die abgelegt werden müssen. Ja, er hat uns daran erinnert, dass was unser altes Leben ausgemacht hat in Vers 7, wir waren getrieben und bestimmt von sündigen Impulsen, sollen dagegen kämpfen. Und jetzt sagt er, jetzt aber, Vers 8, legt auch ihr das alles ab. Und dann zählt er andere Dinge auf, nämlich Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht. Also es geht nicht nur um die Sünde in uns, sondern um Sünde an uns. Sünde, die sichtbar und hörbar zutage tritt. Legt das alles ab. Und ich finde es spannend, wenn man so die erste Liste gelesen hat, da dachte man sich so, wow, okay, das ist krasse Sünde. Und jetzt kommt man so zu der nächsten Liste und denkt sich, ja, okay, ja, Wut, Zorn, bisschen Lästerung, bisschen Unwahrheit. Das ist ja eher harmlos jetzt hier an der Stelle.
Ich glaube nicht, dass Paulus diese Unterscheidung deswegen gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Paulus sagen würde, boah, Zorn und Hass und Lästerung und Lüge sind irgendwie tolerierbarer. Das meint er nicht damit, sondern es sind Dinge, an die wir uns extrem schnell gewöhnen, ja sogar kultivieren. Ich meine, mir fällt es zwar schwer, das zu sagen, aber ich glaube, Lästerung ist eine der am meisten akzeptiertesten Sünden in Gemeinden. Über andere schlecht reden, schlechter als sie wirklich sind, um sich selbst besser darzustellen. Und wie schnell gewöhnen wir uns daran, wie schnell machen wir auch mit? Und man könnte halt sagen, dass Paulus, nachdem er unser Inneres bearbeitet hat und jetzt an unsere äußere Schale geht, wir sollen die Dinge ablegen, die zu einem Charakter nicht mehr passen, der durch Jesus verändert wurde. Und deswegen nennt er diese Dinge. Zorn, Wut, Bosheit, Lästern, schändliches Reden und Lügen. Und das sind keine geistlichen Bagatellen. Es sind keine Nebensachen. Es sind Dinge, die mit unserem Temperament, unserem Charakter zu tun haben. Es sind Dinge, mit denen wir Menschen schaden, die Gott in seinem Bild geschaffen hat. Und Paulus konzentriert sich hier vor allen Dingen auf den Bereich der Kommunikation, des Redens. Warum? Weil wir alle wissen, dass Worte mehr sind als einfach nur Klänge. Worte machen etwas mit uns. So sind wir geschaffen. Gottes Worte machen auch etwas. Menschliche Worte machen auch etwas. Sie können aufbauen, sie können aber auch furchtbare Zerstörungen anrichten. Manchmal krassere Zerstörungen als Schläge. Menschen können ihr Leben lang leiden, weil jemand mal etwas zu ihnen gesagt hat. Kinder können ein Leben lang unter falschem Wertgefühl leiden, weil Eltern ihnen mal etwas gesagt haben. Worte machen etwas. Worte zerstören. Deswegen sagt Jakobus auch, der Halbbruder von Jesus, der macht das in seinem Brief so deutlich und sagt, dass Worte wie zerstörerisches Feuer sind. Sie brennen alles nieder. Wir können mit Worten Gott loben, wir können mit Worten Menschen zerstören. Und wie schnell neigen wir dazu, Menschen mit unseren Worten und Gedanken in der Luft zu zerreißen, nur weil sie anders denken als wir, nur weil sie anders sind als wir. Wie schnell ist unser Herz bestimmt von Neid und Missgunst gegenüber anderen Menschen, die gar nichts dafür können, aber die etwas haben, was wir scheinbar verdienen? Ja, wie schnell sind wir dabei, Halbwahrheiten zu erzählen, um Menschen in einem schlechteren Licht dastehen zu lassen? Und das ist auch relevant für uns als Gemeinde. Zorn, Wut, Lästerung, Belügen von Brüdern und Schwestern, das sind keine Nebensachen. Es sind furchtbare Sünden gegen das, was Jesus unendlich liebt, nämlich seine Gemeinde. Und Paulus sagt deswegen, legt das ab, es gehört nicht zu euch. Das sind die alten, stinkenden Klamotten von früher, die ihr doch längst weggeschmissen haben solltet. Wie geht's deinen Beziehungen gerade? Hast du gerade Beziehungen, die von Wut, Neid, Zorn und Ablehnung geprägt sind? Scann mal dein Leben. Vielleicht sogar deine Ehe, deine Familie. Dann die nächste Frage, was machst du damit? Was machst du mit diesen Gefühlen? Was machst du mit dieser Ablehnung, mit diesem Zorn, mit diesem Neid? Was machst du mit dieser Unversöhnlichkeit, die du seit Jahren mit dir rumschleppst? Gehst du das aktiv an, um das loszuwerden? Ich finde es manchmal dramatisch, wenn man mit Christen ins Gespräch kommt und merkt, dass sie seit Jahren, manchmal seit Jahrzehnten, an Ablehnung und Unversöhnlichkeit festhalten, weil sie daran glauben, der andere hat meine Vergebung nicht verdient. Weißt du, wer auch keine Vergebung verdient hat? Du und ich. Wir haben keine Vergebung verdient. Wir haben Gottes Vergebung nicht verdient. Und es ist dramatisch, wie Kinder Gottes manchmal jahrelang, manchmal jahrzehntelang in Bitterkeit und Selbstmitleid baden können und sich daran gewöhnen können und es nicht mehr loslassen. Es ist dramatisch, wie auch wir Lügen, Lästerungen und Halbwahrheiten kultivieren können.
Und was wir hier lernen, ist, dass das echte Veränderung unseren Charakter, unser Reden betrifft. Für Christen gilt die Ich bin halt so Ausrede nicht. Die gilt für uns nicht. Gottes Wille für uns ist Veränderung von innen nach außen, von den tiefsitzenden Impulsen unseres Herzens bis zu den Worten, die aus unserem Mund kommen. Nicht Zorn, Wut sollen uns bestimmen, sondern Geduld und Selbstbeherrschung und Vergebungsbereitschaft. Nicht Lästerung und Lügen, sondern Wahrheit und Worte, die Segen bringen für andere. Und deshalb auch die Frage hier, wie kann ich diese Dinge ablegen? Weil darum geht es Paulus ja hier, legt das ab. Und ich glaube nicht, dass es reicht, sich vorzunehmen, nicht mehr wütend oder verbittert zu sein. Weil das nächste Mal, wenn meine Geduld oder Vergebungsbereitschaft auf die Probe gestellt wird, wird sich das zeigen, dass das nicht reicht. Sondern hier habe ich uns auch wieder eine Liste mitgebracht. Das erste ist, suche konsequent nach der Wurzel. Und zwar nach der Wurzel deiner Wut, deines Zorns und deiner Bitterkeit. Suche danach. Warum reagierst du so, wie du reagierst? Jakobus wiederum, er stellt auch diese Frage, woher kommen eigentlich die ganze Wut und Streit und Zorn in eurer Mitte? Und er macht uns deutlich, sie kommen aus eurem Herzen. Da sind Dinge in eurem Herzen nicht in Ordnung. Hört auf die anderen zu gucken, bei euch ist etwas nicht in Ordnung. Ja, und wie oft drehen wir den Spieß um? Ich bin wütend, weil Person XY hat das und das gemacht, weil Person XY ist so und so zu mir gewesen. Abgesehen davon, ob die Person wirklich falsch gehandelt hat, hier drin ist etwas passiert, in meinem Herzen. Und ich muss das konsequent angehen. Was ist in mir? Stolz? Selbstliebe? Reagiere ich deswegen vielleicht zornig, verbittert und wütend? Suche konsequent nach der Wurzel. Und ich will dir sagen, tust du das nicht, dann werden diese Dinge einen immer größeren Schatten auf dein Leben und auf deine Beziehungen werfen. Immer mehr. Suche konsequent nach der Wurzel. Das zweite, erinnere dich daran, wer der Vater der Lüge ist. Ich weiß, das ist echt hart, aber ich glaube, das müssen wir tun, wenn wir das nächste Mal dazu neigen, Halbwahrheiten oder in einen schönen Lästerkreis einzusteigen. Dann sollten wir uns daran erinnern, wer der Vater der Lüge ist. Und es ist nicht unser Gott, sondern es ist der Teufel. Und das passt dann nicht zu uns. Erinnere dich daran beim nächsten Mal. Und zuletzt will ich dich ermutigen, halte dir konsequent das Evangelium vor Augen. Ich habe das gerade ja schon gemacht. Wenn Unversöhnlichkeit und Bitterkeit in dir hochkommt, dann erinnere dich daran, dass Gott dir vergeben hat und dass du das nicht verdient hast. Und dass deine Schuld gegenüber Gott unendlich größer ist als die kleine, mickrige Schuld, die der andere gegenüber dir hat. Und zum anderen, wenn du Neid in dir verspürst und du sagst, ich habe das nicht verdient. Ich habe das nicht verdient, dass ich so bin und der andere darf das alles erleben. Ich habe Besseres verdient. Dann will ich dich ermutigen, geh zum Kreuz, schau Jesus in die Augen und sag, ich habe das nicht verdient. Das habe ich nicht verdient. Ich habe nicht verdient, dass du mich so lieb hast. Ich habe nicht verdient, dass du für mich stirbst. Ich habe nicht verdient, dass du mir vergibst. Ich habe das alles nicht verdient. Und sieh, wie Jesus am Kreuz diesen Neid aus deinem Herzen langsam rausschneidet, weil du merkst, das da habe ich nicht verdient. Und ich habe so viel mehr geschenkt bekommen. Ja, wir können also mitnehmen aus diesen ersten Versen 5-9, Christus will unser gesamtes Leben umgestalten, unser Herz, unseren Charakter, mein Fühlen, mein Handeln, mein Reden, meine Beziehungen. Und so schmerzhaft und herausfordernd das, was Paulus hier schreibt, auch ist, ich möchte dich einladen, was ich am Anfang der Predigt schon gesagt habe. Hör durch diesen Text die Stimme deines guten Hirten, der dich wirklich lieb hat. Sieh durch diesen Text hindurch sein Mitgefühl und wie er dir und mir an dieser Stelle sagt, ich will dir Veränderung schenken. Ich möchte dein Herz befreien und deine Beziehungen heilen. Deswegen sage ich das. Lass das Alte hinter dir. Lass alte Gewohnheiten und Denkmuster sterben. Trag die sündigen Impulse, die dich gefangen halten, zu Grabe. Nimm diesen Weg auf dich. Nimm diese Reise auf dich, die herausfordernd ist, aber nimm sie auf dich.
Ich weiß, dass meine Gemeinde mich irgendwann wahrscheinlich dafür rausschmeißen wird, weil ich in fast jeder Predigt Herr der Ringe reinbringe. Aber ich kann das an dieser Stelle wieder nicht anders. Es gibt eine Szene, in der Gandalf dem kleinen Hobbit Frodo dazu ermutigen will, diese Reise zum Feuerberg zu gehen, um diesen schrecklichen Ring in den Berg zu werfen, damit endlich Frieden einkehren kann in Mittelerde. Und Frodo, dieser kleine Hobbit, der wohnt im Auenland. Und Auenland, das ist schön grün, da kennen sich alle, es ist harmonisch. Und er will da bleiben. Ich will hier bleiben. Und Gandalf sagt zu ihm: Frodo, du kannst hier bleiben. Du kannst dich dafür entscheiden, hier zu bleiben. Aber bilde dir ja nicht ein, dass Auenland verschont bleiben wird. Bilde dir ja nicht ein, dass das Auenland so bleiben wird, wie es jetzt ist. Und warum ich dieses Bild bringe, ist, ich will dich fragen, willst du diese Reise auf dich nehmen? Willst du diese Reise auf dich nehmen, Altes hinter dir zu lassen? Es wird herausfordernd, es wird an einigen Stellen sogar hart. Und das ist, was uns oft abhält davon, dass wir Dinge festhalten, an die wir uns gewöhnt haben. Und es tut weh, den Stolz in uns zu bekennen, weil wir sagen müssen, okay, nicht der andere ist das Problem, sondern ich bin das Problem. Nicht meine Frau ist das Problem, sondern mein Stolz ist mein Problem. Weil es uns so weh tut, zu bekennen, dass wir mit Sünde zu kämpfen haben, die so persönlich ist, die so intim ist. Wir haben Angst davor, das zu bekennen. Aber ich will dich ermutigen, nimm diese Reise auf dich und ich verspreche dir, am Ende dieser Reise ist Freiheit, ist Heilung. Und ich habe eine gute Nachricht für dich und das ist der letzte Teil unseres Textes. Du brauchst diese Reise nicht allein antreten. Du brauchst diese Reise nicht aus eigener Kraft bewältigen. Die Kraft, die du brauchst, kommt aus deiner Einheit mit Jesus. Und das ist unser letzter Punkt, nämlich hoffnungsvolle Verankerung. In Vers 9 schreibt Paulus: Belügt einander nicht. Und dann kommt seine Begründung. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 11: Da ist weder Grieche noch Jude, noch Beschneidung und unbeschnitten sein und dann am Ende, sondern Christus, alles und in allen. Ja, vielleicht habt ihr gemerkt, das gesamte dritte Kapitel ist von Identitätssprache durchzogen. Durchgehend erinnert uns Paulus daran, wer wir sind, was wir in Christus haben. Und das ist unglaublich entscheidend, denn die Veränderung, über die er hier redet, ist keine Veränderung, die wir irgendwie aus eigener Kraft bewältigen könnten. Und deshalb erinnert er uns an unsere Einheit mit Christus. Wir sind längst mit ihm für immer verändert worden durch Jesus. Wir sind bereits neu gemacht, heilig und gerecht. Wir tragen jetzt schon ein neues Kleid durch Jesus. Was Paulus uns eigentlich sagt, ist: Leb aus, was du durch Christus längst bist. Leb das aus. Ihr wurdet neu gemacht, ihr habt ein neues Ich mit neuen Fähigkeiten, neuem Potenzial, neuen Möglichkeiten, weil ihr mit Jesus verbunden seid, weil Gottes Geist in euch wohnt. Ihr könnt der Sünde widerstehen, ihr müsst nicht mehr sündigen. Lebt, was ihr seid. Ihr habt ihr gemerkt, wie Paulus das in Vers 9 formuliert, als Tatsache. Er schreibt hier: Da ihr den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Das ist Vergangenheit, das ist schon passiert. Und der wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Die Kraft zur Veränderung kommt nicht von dir und mir, sondern sie fließt aus unserer Einheit mit Christus, der in uns lebt. Und deshalb, ganz wichtig, vielleicht ist dir während der Predigt so ein bisschen der Gedanke gekommen: Boah, es klingt teilweise schon so ein bisschen hart, herausfordernd, vielleicht sogar gesetzlich. Lass mich dir den Unterschied sagen zwischen Gesetzlichkeit und Heiligung. Gesetzlichkeit sagt: Kämpfe, damit du dir das Leben verdienst. Kämpfe, damit du dir das Leben verdienst. Heiligung sagt: Kämpfe, weil Gott dir Leben unverdient geschenkt hat. Deswegen kämpf. Das ist der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit, Moralismus und Heiligung. Kämpfe, weil Gott dir Leben und Annahme längst unverdient geschenkt hat. Und worauf zielt diese ganze Heiligung hin?
Paulus sagt uns das auf Jesus, dass Christus sichtbar wird. Es soll nicht mehr um mich gehen, um den anderen gehen, egal ob ich Grieche oder Jude bin, beschnitten oder unbeschnitten. Es geht um Christus. Christus soll sichtbar werden. Menschen sollen uns ansehen und sie sollen ihn sehen. Sie sollen ihn sehen. Und wir sollen von Tag für Tag umgestaltet werden in sein Bild. Heiligung bedeutet nicht, Altes auszubessern. Es geht darum, das Neue, das Gott in dir begonnen hat, sichtbar werden zu lassen. Sichtbar werden zu lassen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle abschließen mit einem Appell an dich und mich. Und vielleicht wirst du gleich denken, wie kommt der Rudi jetzt da drauf? Aber ich will dich heute mal ermutigen. Erinnere dich an deine Taufe. Erinnere dich an deine Taufe. Wie komme ich darauf? Paulus, ein paar Verse vorher, redet zu den Kolossern über Taufe und sagt zu ihnen, ihr seid in der Taufe gestorben und auferstanden mit Christus. Erinnert sie daran, dass sie in der Taufe mit Christus begraben wurden. Begraben wurde ihr altes Leben, ihr altes Ich. Sie sind gestorben für die Sünde und durch den Glauben mit Jesus auferweckt worden. Die Taufe, deine Taufe, symbolisiert nicht einfach nur die Einheit mit Christus, sie versiegelt diese Einheit. Gott hat damals vor, wie vielen Menschen auch bei deiner Taufe anwesend waren, deutlich gemacht, dieser Mensch ist für die Welt gestorben. Dieser Mensch gehört zu mir. Du bist eines Tages ins Wasser gestiegen und ich weiß nicht, wie es bei dir war damals. Du bist eines Tages ins Wasser gestiegen, erfüllt mit dem Wunsch, ich möchte Jesus nachfolgen. Lass das, wofür du gestorben bist, nicht wieder aufleben. Erinnere dich an deine Taufe, lege das Alte ab, kämpfe gegen die Sünde in dir und lass Christus sichtbar werden. Gott segne dich. Amen.